Also herzliches Willkommen in einer neuen Runde unserer Ringvorlesung. Heute sind wir in der Rechtsgeschichte angelangt und ich freue mich sehr, meinen lieben Kollegen José Luis Alonso vorstellen zu dürfen, eben aus der juristischen Fakultät. Und ja, vielleicht darf ich vorne wegschicken, also ich werde ja nur dich 3 Minuten einführen, aber die Rechtshistoriker, also José Luis, aber Ulrike Babusio ist auch hier anwesend, sind für mich die Rechtshistoriker immer ein bisschen eine spezielle Spezies, eine besondere, will ich sagen, ja, weil sie eben nicht nur aus der historischen Perspektive das Recht betrachten, also Antike oder andere historische Epochen, wie sich da das Recht verhält, sondern eben auch das moderne Recht genauso lehren, forschen, unterrichten müssen. Und deshalb meine höchste Bewunderung. Ich kann jetzt auch, was ich über dich sagen werde, eigentlich ja nur aus dieser antiken Perspektive sagen. Also man muss sich dann noch das Moderne dazu denken. Dazu sage ich jetzt nichts. Die Position, die José Luis seit 2017 hier hat, möchte ich auch sagen, wie sie schön aufgelistet steht. Das ist nämlich, er ist Ordinarius für römisches Recht, für juristische Papyrologie und Privatrecht. Also eben, das bringt die beiden antiken Teile und das Moderne hier schon zusammen. Und Sie sehen damit, dass das Feld sehr weit ist. Also es ist nicht nur Rom, sondern es ist eben auch der Bereich der Papyri, die uns aber eben nicht nur aus dem Römischen Reich und römischen Epoche, sondern eben aus der hellenistischen und noch früheren Epochen überliefert sind. Und darin sehen Sie, dass das Spektrum, das er bearbeitet, vor allen Dingen auch in seiner Forschung, ein sehr breites, ein sehr großes Forschungsbereich umfasst. Und er hat genauso eine Professur für diese 3 Teilbereiche schon seit dem Jahre 2009 in Warschau bekleidet. Und wir können noch einmal zurückgehen, bis ins Jahr 2001, das ist, glaube ich, deine erste Professur an der Universität des Baskenlandes in Bilbao. Und Sie sehen, er hat also schon eine reiche Karriere, auch wenn er hier so jung und forscht neben mir steht, hinter sich, also auch schon seit 20 Jahren bald Professor. Aber immer noch frisch. Er kommt ursprünglich aus Spanien, aus Orense, südlich von seiner Forschungs- und Wissenschaftsstadt Santiago de Compostela gelegen, wo er eben studiert hat, Dissertation, Habilitation und 3 große Bücher zum römischen Recht. Und wenn ich die spanischen Titel einigermaßen verstanden habe, geht es um Verträge, um Eigentumsverhältnisse, also ein spezieller Bereich, den man ja so in solchen Qualifikationsarbeiten vorlegen muss. Daneben hat er natürlich eine Fülle von Aufsätzen und hier kommen vor allen Dingen die Papyri zu tragen, die eben auch Eigentumsverhältnisse, aber auch andere Rechtsverhältnisse dann eben in hellenistischer und römischer Zeit sehr klar zeigen. Und es zeigt sich eben hier sein Forschungsschwerpunkt, über den er auch zum Teil hier sprechen wird, dieses Zentrum des Rechtspluralismus, also wie sehen die Verhältnisse aus, welche Formen des Rechts liegen vor, und gerade für das Römische Reich kann man sagen, dass hier sehr lange alte Traditionen aus dem alten Ägypten sich halten bis ins 3. Jahrhundert und oder vielleicht noch ein bisschen später hinein, und ich glaube, darüber wirst du auch ein bisschen uns etwas heute erzählen und wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne, für die großzügige Einleitung. Vielen herzlichen Dank und also willkommen an alle, dass Sie dabei sind in einem so jetzt wieder schönen Tag. Rechtspluralismus vor und nach der Constitutio Antoniniana. Das ist mein Thema heute, aber zusammen mit diesem Thema möchte ich Ihnen auch einen Einblick in meine Disziplin, die juristische Papyrologie, geben. Und deswegen haben wir ein schönes Foto von einem sehr berühmten Papyrus schon von Anfang an. Das ist der Gießener Papyrus Nummer 40. Wir werden noch dazu kommen.
Über Papyrologie allgemein kann man vieles sagen. Ich werde sicher nicht eine lange Einführung hier einfügen. Es ist nicht oft der Fall, dass man für eine wissenschaftliche Disziplin ein Geburtsdatum sozusagen festlegen kann, aber bei der juristischen Papyrologie ist dies keine schwierige Aufgabe. Es ist oft zu Recht behauptet, die Disziplin wurde 1891 mit der Publikation eines bahnbrechenden Buches von Ludwig Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Kaiserreichs geboren. 2 Jahrzehnte zuvor, im Jahre 1877, fand eine Gruppe von Bauern, die in einem entlegenen Dorf Ägyptens namens Kimanfaris nach stickstoffhaltiger Erde als Düngemittel suchten, tausende Papyrusfragmente aus der Antike. Sie hatten die alte Mühlhalde der Hauptstadt des Fayums im ptolemäischen und römischer Zeit entdeckt. Das ist hier auf der Folie als Arsinoe oder älterer Name Krokodilopolis ernannt, auch bekannt als Ptolemais Evagetis. Die Papyri wurden von österreichischen Teppichhändler, auch Antikhändler, aber das ist für mich noch schöner, Theodor Graf, angekauft, der sie wiederum an die Wiener Sammlung des Erzherzogs Rainer, an den Louvre und an die Königlichen Museen zu Berlin verkaufte. Und dies war der sogenannte erste Fayumer-Fund, die erste große Welle an Papyri, die Europa erreichte. Und bis heute der Kern von 3 der imposantesten Papyrussammlungen der Welt, den von Wien, Paris und Berlin. Zusammen mit bisweilen verloren gegangenen Fragmenten aus der klassischen griechischen Literatur waren Hunderte und bald Tausende von öffentlichen und privaten Dokumenten aus der ptolemäischen und römischen Zeit durch den trockenen Sand Ägyptens auf wundersame Weise und immer noch, wie Sie auf der Foto sehen können, ziemlich gut lesbar erhalten geblieben. Heute nähert sich ihre Zahl der Millionengrenze. Viele von diesen, eigentlich, ich würde sagen, 9/10 von diesen noch nicht ediert. Das heißt, es gibt Arbeit für alle. Damit wurde uns zum ersten Mal einen Blick hinter der Vorhang, könnte man sagen, gewährt, wie die Verwaltung zum Beispiel des Landes tatsächlich alltäglich agierte und noch eindrucksvoller über den Alltag der einfachen Bevölkerung, einschließlich ihrer Rechtsgeschäfte. Das heißt, Eheurkunden zum Beispiel sind uns auf diese Weise aufbewahrt, Scheidungen, Verfügungen von Todeswegen, vertragliche Abmachungen und so weiter. Unvermeidlich waren viele der Dokumente, die die Menschen damals, wie wir heute, aufbewahrt haben, Rechtsurkunden eben. Und als diese Dokumente nach Europa kamen, eröffnete sich für Rechtshistoriker wie Ludwig Mitteis, der Autor des Reichsrechts und Volksrechts, ein völlig neuer Horizont. Jahrhundertelang war die römische die einzige antike Rechtstradition, die auf befriedigende Weise anhand von überlieferten Quellen studiert werden konnte. Die Hauptquelle dazu, eine Kompilation, die viele von Ihnen sicher kennen, des römischen Rechts, die im frühbyzantinischen Reich unter Kaiser Justinian I. geschaffen wurde und darin insbesondere die 50 Bücher der sogenannten Digesten oder Pandekten, eine große Sammlung von Auszügen aus den Schriften der großen römischen Juristen der 3 ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit. Nun ermöglichten die aus Ägypten kommenden privaten Urkunden erstmal einen Blick auf das Recht jenseits der Bücher, jenseits der Digesten, und zwar auf das lebendige Recht im ptolemäischen Königreich und wichtiger noch
für einen Gelehrten des römischen Rechts wie Ludwig Mitteis seit der Niederlage von Antonius und Kleopatra im Jahr 31 vor Christus in der römischen Provinz Ägypten. Die Hoffnung muss groß gewesen sein, gerade in diesen Papieren aus dem römischen Ägypten das Recht der großen römischen Juristen in ihrer praktischen Anwendung zu entdecken und dadurch neue Einsichten in die verfeinerten Institutionen zu gewinnen, die Gelehrte wie Mitteis in ihren pandekten Vorlesungen immer noch damals lehrten. Diese Hoffnung verschwand, sobald man die Dokumente genauer betrachtete, überwiegend auf Griechisch, nicht auf Latein geschrieben und trotz der römischen Herrschaft nur sehr wenige Spuren an römischem Recht. Der rechtliche Alltag der Bevölkerung, so wurde immer klarer, blieb jahrhundertelang nach der Eroberung durch Augustus noch bestehen. Und so wurde überwiegend der griechische und nicht der römischen Rechtstradition gefolgt. Eigentlich, was wir in den Papyri finden, ist ein perfektes Abbild an juristischen Akteuren, die durch eine multikulturelle Gesellschaft navigieren müssen. Allgemein tendierte in der Antike ein solcher Multikulturalismus dazu, juristische Folgen auch mit sich zu bringen. Die notarielle Praxis, die rechtsprechende Praxis neigten dazu, jeder Bevölkerungsgruppe Raum zu überlassen, um ihre eigene Rechtstradition zu bewahren. Insbesondere, und das wird für uns sehr wichtig sein, in Personenrecht, in Familienrecht und in Erbrecht. Die sind die Bereiche, die in der Antike dazu tendierten, dem sogenannten Personalitätsprinzip zu folgen. Das Prinzip, dass jede Person ihrem eigenen Personalrecht, könnte man sagen, mit sich trägt, das heißt dem Recht ihrer eigenen Bevölkerungsgruppe folgt. Im Falle Ägyptens zeigen die Papyri, inwiefern die einheimische ägyptische mit der griechischen Tradition der Einwanderer seit Alexander der Große koexistierte. Die griechische Tradition an sich bloß eine Koine aus mehreren griechischen Rechtstraditionen eigentlich, zu welchen sich später noch die römische Tradition hinzugesellte. Und dies alles abgesehen von Sonderrecht Alexandrias, vom Sonderrecht der übrigen Polis und von den spezifischen Traditionen so vieler anderer im Lande lebender Völker, insbesondere von den zahlreichen jüdischen Gemeinden. Die römische Toleranz dieser fremden Institutionen und Praktiken gegenüber braucht politisch kaum erklärt zu werden. Erstaunlicher war aber, und damit kommen wir zum Thema, dass diese fremde Rechte, diese Jura Peregrinorum, nicht nur die römische Annektierung überstanden hatten, sondern sogar die universelle Bürgerrechtsverleihung vom Jahre 212. 212 traf, wie wir wissen, Kaiser Antoninus Caracalla eine der überraschendsten Entscheidungen der gesamten römischen Kaiserzeit. Die Verleihung eben der römischen Staatsbürgerschaft war seit Jahrhunderten ein sorgfältig gehütetes Privileg, das Rom in den Provinzen tendierend für die Veteranen und für die Elite, die in der Regierung der Städte teilnahm, reservierte. Im Osten war noch zur Zeit Caracallas, und das sehen wir ganz klar in Ägypten durch die Papyri, die Zahl der römischen Bürger sehr gering. Und Caracalla hat das alles auf einen Schlag geändert. Durch einen Erlass, den wir gewöhnlich einfach Constitutio Antoniniana, was es keine andere gäbe von ihm, nennen, gewährte er die römische Staatsbürgerschaft alle freien Bewohner des Orbis Romanus mit, wie es scheint, nur eine einzige mysteriöse, rätselhafte Ausnahme, auf die ich heute an dieser Stelle nicht groß eingehen möchte, den sogenannten Dedithici. Dies wissen wir durch einen berühmten Papyrus, das war der erste, den wir gesehen haben, der Sammlung der Universität Gießen. Das ist der Gießener Papyrus Nummer 40,
der entweder die Constitutio Antoniniana selbst oder ein dazu ergänzendes Edikt enthält. Die neuen Bürger nahmen Aurelius, den Nomen des Kaisers, Marcus Aurelius Antoninus, als ihren neuen Nomen an. Und die Papyri geben uns mit der regelrechten Explosion der Bezeichnung der Parteien mit dem Namen Aurelius, wir praktisch finden nur Aureli nach der Constitutio Antoniniana in den Papieren unmittelbar nach dem Erlass des Kaisers, ein direktes Bild, ein imposantes Bild von dem beeindruckenden Ausmaß des Ereignisses. Ein berühmtes frühes Dokument aus dem Jahr 215 erwähnt sogar ausdrücklich den Erlass als Thea Dorea, das göttliche Geschenk. Aurelius Zosimus, der vor dem göttlichen Geschenk nur Zosimus hieß, Zosimus, Sohn des Leonides. Man würde erwarten, dass all diese Aureli, die nun römische Bürger sind, auch im privaten Rechtsverkehr als dem römischen Recht unterworfen behandelt werden, um sich dazu anzupassen. Die nicht-römischen Rechtstraditionen aber haben erstaunlicherweise auch diese allgemeine Einbürgerung überlegt. Das Verschwinden dieser Traditionen, das wir erwarten würden, ist genau, was wir in den Papieren nicht finden. Sondern sie gehen weiter, sogar jetzt. Und dieses zweite Überleben der Jura Peregrinorum hat die Generation von Mitteis völlig im Erstaunen versetzt. Mitteis hat es tatsächlich zu einem der Hauptthemen seines Reichsrecht und Volksrecht gemacht. Nochmals, von sozialer Sichtweise, von politischer Sichtweise her gesehen, ist dieses Phänomen vielleicht sicher bemerkenswert, aber auch durchaus verständlich. Langjährige Traditionen sind nicht leicht zu verdrängen und Rom hatte nie ein besonderes Interesse daran gezeigt, den Nichtrömern sein Recht aufoktroyieren zu wollen. Das war eine Politik der Minimaleingriffe, die sich im unruhigen 3. Jahrhundert bis zur Zeit Diokletians kaum ändern wird und kaum ändern könnte. Und doch stellt diese Trägheit für uns Juristen ein sehr rätselhaftes rechtliches Problem dar. In der Tradition des politischen Denkens, welche Rom von Griechenland übernahm, ist das Recht an die Bürgerschaft gebunden. Und zwar in mindestens zwei miteinander verbundenen Richtungen. Bürger zu werden bedeutet, sich den Gesetzen des bürgerlichen Körpers zu unterwerfen, und umgekehrt, ohne einen solchen bürgerlichen Körper, ohne eine Politeuma, könnte man sagen im hellenistischen Sprachgebrauch, ist kein eigenes Recht, keine Idioi nomoi denkbar. Und unter diesem Gesichtspunkt stellt dieses zweite Überleben der lokalen Rechtstraditionen tatsächlich ein verwirrendes Rätsel dar. Wie könnten die Jura Peregrinorum, das beinahe Verschwinden von Peregrini, überleben? Wie wurden sie weiter umgesetzt, nachdem alle dem römischen Bürgerrecht angehörten und man somit erwarten würde, dass sie dadurch dem römischen Recht unterworfen waren? Das ist unsere Frage heute und an Antworten mangelt natürlich nicht. Ich werde mit der letzten Tendenzen anfangen und dann rückwärts bis zum Mitteis selber noch kommen. In den letzten Jahrzehnten wurde eine Tendenz, ich würde sagen, zur Minimierung des Problems oder zumindest zur Neubewertung seines Ausmaßes ersichtlich. Wobei die Romanisierung nicht erst ab der Constitutio Antoniniana, sondern schon seit der Eroberung Ägyptens im Vordergrund stand. Bei diesem Wandel folgt die Rechtsgeschichte einer allgemeineren Tendenz der modernen Historiographie, die Romanität der Provinz Ägypten zu emphatisieren. Ägypten galt sehr oft für eine lange Zeit als eine Ausnahme in dem Reich.
Jetzt seit den 60er, 70er Jahren ist die, ist die Tendenz mehr und mehr klar, von einem römischen Ägypten zu sprechen, wo römisch wirklich untergeschrieben wurde, unterstrichen wurde. In selber Weise haben viele wichtige jüngere Studien dazu tendiert, die zahlreichen Aspekte zu betonen, in denen sich die lokale Praxis in den Jahrzehnten nach der Constitutio Antoniniana tatsächlich verändert hat. Und das haben wir auch dokumentiert. Diese Anpassungen, diese Mühe, sich an der manchmal verwickelte Regeln des römischen Rechts anzupassen. Und sehr repräsentativ für diese Tendenz und durchaus einflussreich sind beispielsweise, er ist auf keinen Fall der einzige, aber vielleicht einer der einflussreichsten Vertreter dieser Tendenz, die familienrechtlichen Studien des finnischen Gelehrten Antti Arjava. Doch ist zu befürchten, dass Arjavas Fokussierung auf das Personenrecht, hier haben wir Women and Law in Late Antiquity, und auf das Familienrecht ihm ein sehr partielles Bild eröffnet. Familie, wir haben bereits gesagt, Erbschaft und Status sind diejenigen Bereiche, die allgemein in der Antike, nicht nur in Ägypten, nicht nur im Römischen Reich, tendieren dem Personalitätsprinzip zu folgen. Und daher auch diejenigen, bei denen man ein echter Versuch der Anpassung an römisches Recht auf der Seite der Aureli erwarten würde. Und tatsächlich ist dies, wie Arjava mit Recht betont, in den Urkunden dieser Aureli deutlich erkennbar. Das Problem ist, was uns in den Papieri aufkommt, wenn wir uns von diesen Bereichen abwenden und einen Blick auf das Vertragsrecht werfen, auf das Kreditrecht, auf das Pfandrecht. Dann ist das Problem, mit welchem sich Mithais konfrontiert sah, unübersehbar. Es ist erstaunlich, wie viele Praktiken, deren Anwendung die elementarsten Prinzipien des römischen Rechts in Frage stellten, auch nach der Constitutio Antoniniana verbreitet und noch erstaunlicher anerkannt erscheinen. Weil eine solche Verbreitung ohne Anerkennung ist kaum vorstellbar. Anerkennung bedeutet natürlich offizielle Anerkennung, auch vor Gericht eventuell. Und hierbei wird, so wie ich glaube, eher eine qualitative als eine bloß quantitative Betrachtung erforderlich. Auffallend ist nicht nur, in welch ausgeprägterweise in diesen Bereichen, nochmals Vertragsrecht überhaupt, Kreditrecht, Pfandrecht, unrömische Elemente gegenüber den wenigen Anpassungen auftreten, sondern noch mehr, wie tief unrömisch viele Aspekte dieser überlebenden Praxis erscheinen. Und das bedeutet, wir müssen uns mit eben diese verwickelten Komplikationen des römischen Rechts kurz beschaffen. Ich werde mich auf drei Beispiele beschränken, die vor einem römischen Gericht, das auf die Anwendung des römischen Rechts bestand, gänzlich ohne Wirkung geblieben wären. Der erste Beispiel hat mit der sogenannten direkten Stellvertretung zu tun. Das heißt, Fälle, in denen die Handlungen unseres Stellvertreters unmittelbar Wirkung für uns entfalten, so als ob wir selbst agiert hätten. Das finden wir in den Papyri, und zwar bis ins 6. Jahrhundert hinein, und zwar zahlreiche Beispiele. Und das ist eine Erscheinung, das ist ein Phänomen, die im römischen Recht eigentlich in der Fassung, wie uns in den Papyri begegnet, unvorstellbar gewesen wäre und sicher undurchsetzbar auch. Zweites Beispiel, in der Praxis der Papiri tritt sowohl vor als auch nach der Constitutio Antoniniana Forderungsabtretung ohne die Mechanismen Prozessvertretung, Novation, die das römische Recht verlangte, direkt durch einen bloßen Abtretungsvertrag zwischen den ersten Gläubiger
also der originäre Gläubiger und der Neugläubige. Das heißt in der griechischen Tradition Parachoresis, das ist in der griechischen Tradition selbstverständlich, unproblematisch, aber das war unter römischem Recht einfach unmöglich. Und deswegen hätten solche Parachoresis-Urkunden vor einem römischen Gericht keine Wirkung gehabt haben, und trotzdem sehen wir, wie verbreitet diese Praxis ist, auch nach der Constitutio Antoniniana. Was machten dann die römischen Gerichten in dieser Zeit? Dritte Beispiel, sowohl vor als auch nach der Constitutio Antoniniana konnten in Ägypten Geldschulden ohne ein Feststellungsverfahren durchgesetzt werden, was natürlich sehr praktisch ist für den Gläubigen, was den Gläubigen einen Schritt erspart. Unmittelbare Vollstreckung durch ein Verfahren, das von dem Ptolemäern übernommen wurde, war immer möglich, mit nur einer Bedingung: solange das Darlehen, solange das Vertrag in einer notariellen Urkunde dokumentiert wurde. Notariat ist in Ägypten sehr wichtig, wir werden auch das weiter sehen. Was hier bemerkenswert ist, ist nicht nur die unmittelbare Vollstreckung an sich im früheren römischen Recht, auch wenn damals lang vergessen, können wir auch Parallele dafür finden, sondern dass diese von einer schriftlichen Urkunde abhängig gemacht wurde. Und da haben wir keine römische direkte Parallele. Und das macht diese Urkunde, sagen wir normalerweise, zu Exekutivurkunden. Und Exekutivurkunden finden wir im Osten, finden wir in Ägypten, aber wir finden das nicht im Westen, wir finden das sicher nicht in Italien, wir finden das sicher nicht in den Schriften der römischen Juristen. Aber selbst wenn wir auf Arjavas Wahlbereich, das Familienrecht, zurückkommen, ist das Bild viel widersprüchlicher, als er zugeben möchte. Und ich werde als Beispiel die Patria Potestas nehmen. Das ist die römische väterliche Gewalt über die Kinder, die sehr besonders war im Kontext der Antike, die anders als in jeder oder fast jede andere alte Rechtskultur so lange andauerte, wie der Vater lebte, was natürlich für uns auch überraschend ist, unabhängig von Alter der Kinder, und dazu es unmöglich machte, die Kinder als Eigentümer anzuerkennen, ja, ihnen überhaupt irgendwelche Rechte einzuräumen. Das bedeutet, alles, was sie erwerben, als der Vater noch lebt, geht automatisch in das Eigentum des Vaters über. Und hier haben wir eine Institution, die sicher für die Aureli schockierend sein musste. Eine Institution, die in anderen Rechtskulturen, einbezüglich die Rechtskulturen, die wir in Ägypten finden, keine Parallele kannte in dieser extremen Fassung. Die Frage ist natürlich, wie haben die Aureli, wie haben die neuen Bürger sie in ihr Rechtsleben integriert? Wie genau wurde sie von diesen neuen Römern verstanden? Und was die Papyri zeigen hier, ist sehr interessant, aber auch sehr kontradiktorisch. Einerseits treten sofort nach der Constitutio Antoniniana sowohl Neubürger, sowohl Aureli, als auch alte Bürger auf, die mit einer gewissen Stolze ihre Kinder als unter ihrer Macht nach dem römischen Recht bezeichnen. Also Hypotheheri Catatus Romaion Nomus. Kurz gesagt, Hypoherioi. Und man fragt sich, wer diesen Ausdruck, die so plötzlich verbreitet erscheint vor uns, die sicher eine offizielle Quelle haben musste, wer diesen Ausdruck geprägt hat, die so sehr an den archaischen römischen Manus, Hypothekere, unter der Hand erinnert. Ebenfalls, also hier haben wir die Anpassung, hier haben wir die Beachtung des römischen Rechts, sehr klar sichtbar. Ebenfalls und noch beeindruckender haben wir Fälle von Emanzipation unter den Aureli, unter den Neubürger vor. Das heißt von Freilassung von der väterlichen Gewalt, was viel deutlicher, wenn Sie daran denken, als die bloße Benennung Hypoherioi,
ein echtes Verständnis der Gewaltunterwerfung zeigt, wenn man sich die Mühe gibt, sich von der Gewalt freizulassen, das bedeutet, das ist nicht bloß ein leeres Brief, das ist etwas wirklich verstanden und gelebt. Und besonders eindrucksvoll ist in diesem Sinne ein Papyrus der Wiener Sammlung des Erzherzog Ranieri. Das ist in der sechsten Wand Nummer 78. Wir hatten es auf der Foto früher. Und das ist die Rekonstruktion. Dadurch sehen Sie auch, wie viel hypothetisch es gibt. Also es ist wirklich wie Crosswords. Die Lücken sind enorm, besonders hier unten. Aber das ist kein Problem für den Herausgeber. Die haben praktisch alles erfüllt. Und ich muss sagen, in diesem Fall, natürlich würde ich mich auf die Diskussion freuen, wenn das Sie nicht so überzeugend finden, aber in diesem Fall sind die Rekonstruktionen unglaublich sicher. Unglaublich sehr, sehr wahrscheinlich. Gut, das ist nochmals eine Emanzipationsurkunde. Hier haben wir eigentlich nicht einen Sohn, sondern eine Tochter, die emanzipiert von dem Vater wurde. Und die Emanzipation, wissen wir, in der Urkunde wurde durchgeführt, damit die Tochter das mütterliche Erbe erwerben konnte, ohne dass es in das Eigentum des Vaters überging. Und das ist natürlich viel beeindruckender als die früheren Dokumente. Das verrät ein völliges Bewusstsein der Vermögensunfähigkeit, die die römische Patria Potestas mit sich brachte. Das ist nicht alles. Tatsächlich hatte hier die Mutter selbst die Tochter unter der Bedingung der Emanzipation zum Erben ernannt. Also die Mutter war auch komplett sicher, dass das die einzige Strategie war, um zu vermeiden, dass nicht die Tochter, sondern ihr Ehemann, also der Vater, zum Erben praktisch wurde. Und dabei, und das ist auch beeindruckend für uns Romanisten, folgte die Mutter, diese Mutter in eine kleine Stadt Ägyptens, eine Strategie, die wir auch in den römischen Juristen, zum Beispiel im Modestinus, Sie haben die Fragmente dort am Ende, im Scaevola und in einem Reskript vom Kaiser Caracalla finden. Also eine sehr raffinierte Strategie und eine Strategie, auf die nur jemand zurückgreifen kann, der sich der Vermögensunfähigkeit der Kinder unter Gewalt völlig bewusst ist. Das ist die sonnige Seite sozusagen. Aber es gibt auch Schatten, die sind sehr beeindruckend. Diese Vermögensunfähigkeit wird in allen anderen unseren Materialien mehr oder weniger bewusst, ich würde eher sagen sehr bewusst, ignoriert. Gewaltunterworfene Kinder, wie Sie sehen auf dieser Liste, die Dokumente sind ein bisschen kompliziert, die können Sie durch den Folien sicher mit Ruhe zu Hause ein bisschen besser verstehen als hier. Aber das Wichtige für uns hier ist, dass die Kinder, die explizit als unter Gewalt ihres Vaters dargestellt wurden und bezeichnet wurden, treten überall als Eigentümer auf, was römisch gesehen unmöglich ist einfach. Und noch schockierender, sie wurden als Eigentümer von öffentlichen Institutionen anerkannt. Die notariellen Büros zum Beispiel, dem Agoranomeion, dem Katalogeion in Alexandria oder dem Besitzarchiv, wo das Eigentum registriert wurde. Und das ist eine Institution des Römischen Reiches, das ist eine öffentliche Institution. Und trotz allem, trotz der absolute Widerspruch mit römischem Recht, ist das auch von diesen offiziellen Institutionen akzeptiert. Patria Potestas erscheint in den Papyri im 3. Jahrhundert, also nach der Constitutio Antoniniana im Allgemeinen. Und das zeigte bereits ein berühmter polnischer Papyrologe, Rafael Taubenschlag, zu einer Art Vormundschaft über minderjährige Kinder, nur minderjährige Kinder reduziert. Das ist natürlich nicht unbewusst. Das ist eine Strategie, um etwas damit zu machen, das kompatibel mit den eigenen Rechtsüberzeugungen ist. Ja. Wobei der Vater tatsächlich als Vormund sehr oft bezeichnet wird, als Kyrios, als Epitropos. Und so
kommt man nicht um das Problem herum, das Mithäus verwirrt hat. Auf welche Weise haben diese fremden Phänomene, diese Jura Peregrinorum, direkte Stellvertretung, die einfache Forderungsabtretung, die unmittelbare Vorstreckung, diese sehr seltsame Interpretation der römischen Patria Protestas überleben können? Und noch pointierter, wie konnte die Bevölkerung Ägyptens, nachdem sie voll römisch geworden ist, so unverhohlen, könnte man sagen, dem römischen Recht trotzen? Und hier hielt Mithäus, wie später der große italienische Gelehrte Vincenzo Arango Ruiz, bekanntlich fest, dass die lokalen Rechte contra jus überlebt hätten. Also gegen dem Recht, aus Mangel an Interesse oder aus einer gewissen Toleranz der römischen Behörden. Und in bitterer Kontroverse mit Arango Ruiz vertrat, Kontroverse, die auch politisch gefärbt war, muss ich sagen, vertrat der österreichische Ernst Schönbauer die Auffassung, dass die römische Toleranz bewusst und offiziell sei, dass diese fremden Rechte, diese Jura Peregrinorum, von der kaiserlichen Herrschaft als voll in Kraft irgendwie anerkannt seien. Und diese beiden Positionen, offiziell oder nicht offiziell, bloße de facto Toleranz oder wirklich noch voll in Kraft fremder Rechte, dominieren seit langem die Diskussion. Man sieht eigentlich nicht sehr gut, wie eine dritte Position überhaupt möglich ist in der Mitte. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Viele der Beispiele, die wir schon zusammen gesehen haben, muss ich sagen, bei aller Sympathie für Arango Ruiz, der wirklich einer der größten Romanisten des 20. Jahrhunderts ist, scheinen Arango Ruiz und Mithäus Vorstellung von einer bloßen de facto Toleranz zu widerlegen. Gewaltunterworfene Kinder, haben wir gesehen nochmals, wurden von dem Staat, könnte man sagen, das heißt von dem Notaren, von dem Besitzarchiv als Eigentümer anerkannt. Das ist nicht bloße de facto Toleranz, das scheint offiziell zu sein. Und wenn wir zu den unrömischen Phänomenen in der griechischen Tradition zurückkommen, das von dem Ptolemäen geerbte Verfahren unter C, das die unmittelbare Vorstreckung von Krediturkunden ermöglichte, war natürlich offiziell. Das ist nochmals nicht etwas, das de facto geschieht. Das ist ein Verfahren, das eigentlich unter der Präsidenz, könnte man sagen, des Statthalters stattfand. Es involvierte nicht nur den Statthalter, nicht nur den Präfekten selbst, sondern die Strategoi in den Nomoi, den Archidikastes, der sogenannte Erzrichter in Alexandrien. Also mehr offiziell kann das wirklich nicht gewesen sei. Und das ist nicht alles. Alle weiteren unrömischen Eigenheiten, viele Kleinigkeiten, die ich hier nicht mehr erklären kann, die nach der Constitutio Antoniniana weiterhin in den Papieren auftauchen, die ganze Struktur der verschiedenen Arten von Pfandrechten, das ist eigentlich mein Bereich in den letzten Jahren, die Formulare der verschiedenen Verträge, die Urkundenformen, die ganze Liegenschaftsrecht, was absolut zentral ist in jeder Gesellschaft, wo keine der Erwerbsarten des römischen Rechts eine Rolle zu spielen scheinen. Und anstatt diese, wir werden auch zu einem Beispiel dazu kommen, die Zahlung des Preises und die Registrierung, also komplett unrömische Bedingungen, im Vordergrund stehen. Alle diese Eigenheiten hätten nicht Jahrzehnte, und das ist der erste Schritt für meine These, hätten nicht Jahrzehnte überleben können, wenn sie vor Gericht angefochten worden wären. Und daher ist es meiner Meinung nach schwierig, sich nicht mindestens für eine Weile auf Schönbauers Seite zu stellen, dass die römische Toleranz irgendwie offiziell war, zumindest auf der Ebene der lokalen Verwaltung. Und ich werde
bald darauf zurückkommen. Die mögliche Spannung zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen lokalen Verwaltungen in Ägypten und kaiserliche Kanzlei in Rom. Aber die Frage ist dann, wenn wir diese offizielle Geltung mit Schönbauer behaupten, wie kann man das juristisch anerkennen? Wie kann man das juristisch bauen? Wie ist es möglich, juristisch ein solches de jure, nicht bloß de facto Überleben der fremden Rechten, wie ist es überhaupt möglich zu artikulieren? Schönbauer hatte eine Idee hier. Er wandte sich dem Begriff der doppelten Bürgerschaft zu. Die Idee, dass diese Peregrini, dass diese Peregrini, die jetzt Aureli und damit auch Römer geworden sind, immer noch die frühere Bürgerschaft, die peregrinische Bürgerschaft auch erhalten haben, noch behalten. Und damit hat er diese Idee der doppelten Bürgerschaft zu einer der umstrittensten Fragen unserer Disziplin gemacht. Eine Frage, ich muss sagen, die in Ägypten besondere Probleme bereitet, weil bis ins Jahr 200 waren die meisten Ägypter, die meisten Bewohner des Landes eigentlich Apolides, hatten keine Bürgerschaft, keine politische Bürgerschaft. Die waren römisch gesehen Peregrini nullius civitatis. Und es ist nicht klar, es ist keineswegs klar, dass eine Entscheidung von Severus, eine sehr bekannte Entscheidung von Severus im Jahr 200, die Gewährung einer Bulle an die Metropolis Ägyptens, als Severus eben in Ägypten war, den Bürgerstatus der Bewohner des Landes verändert hätte. Das würde ich eher in Zweifel setzen. Aber eine neue Tür für Schönbauers Theorie eröffnete die Publikation Anfang der 70er Jahre der sogenannte Tabula Panasitana. Diese Tabula, diese Inschrift, dokumentiert bekanntlich, wie zwei Generationen einer prominenten mauretanischen Familie von Marc Aurel die römische Bürgerschaft verliehen bekommt. Und wir lesen auf der Urkunde Salvo Iure Gentis. Ich werde keine Übersetzung noch anbieten, weil das ist eben das Problem. Wie soll man das verstehen? Dieses Salvo Iure Gentis führte William Seston zu einer neuen Rekonstruktion der sehr problematisch, sehr berüchtigten Menuntus-Klausel im Papyrus der Constitutio Antoniniana. Das heißt, in unsere sehr lückenhaften Gießener Papyrus 40. Die Klausel hatte schon damals unzählige Rekonstruktionsversuche durchlebt. Bei Mitteis zum Beispiel, wie auch bei Meyer, finden wir Menuntus Pantos Genus Polytheumaton, auf Latein Manente Quocumque Genere Rerum Publicarum, und dann bezogen auf das Überleben der existierenden Civitates, der existierenden Städten, der existierenden Polis. Auch wenn ihre Angehörigen theoretisch, das war mindestens Mitteis Interpretation, dem Privatrecht der Römer unterworfen waren, mindestens offiziell. Ja. Seston, und jetzt kommt diese neue Tür für Schönbauers Theorie, hat stattdessen auf der Basis der Tabula Panasitana Menuntos Pantos Dicaiu ton Polytheumaton vorgeschlagen. Das heißt Salvo Iure Gentium. Und die Idee ist, dass Caracallas Erlass hätte die Jura Peregrinorum, die Rechtstraditionen der neu Eingebürgerten, ausdrücklich geschützt und gewährt. Das wäre sehr schön, wenn das Ende des Problems gewesen wäre. Aber abgesehen von der Ungewissheit von jeder Rekonstruktion dieser Klausel, auch von dieser Rekonstruktion von Seston, ist es wichtig zu unterstreichen, dass die Bedeutung von Salvo Iure Gentis auch
wenn man akzeptiert, dass vielleicht ist das, was hinter der Lücke in der Gießener Papyrus auch steht, die Bedeutung von Salvo Iure Gentis, sowohl in der Tabula Vanasitana wie auch im Gießener Papyrus, wenn wir die Rekonstruktion folgen, ist auf keine Art sicher. Die Klausel, und das hat Sharon White besonders überzeugend argumentiert, könnte sich in der Tat nicht auf die frühere Rechtstraditionen bezeichnen, sondern auf die Pflichten und Privilegien dieser neuen Bürger, auf die liturgischen und besonders fiskalischen Pflichten der neuen Bürger und auf die Privilegien, in dem Sinne, dass diese neue Bürgerschaft, diese neue römische Bürgerschaft, die sie bekommen, sollte das auf keine Weise ändern. Sie bleiben immer fiskalisch zu ihren Gemeinden verpflichtet, was natürlich sehr sinnvoll ist als eine Interpretation, aber das zerstört die Möglichkeit, Schönbauers Theorie auf diese Weise zu retten. Und jenseits dieser Zweifel gibt es einen entscheidenden Grund, weshalb mir Schönbauers und Seston Vorschläge als eigentlich unhaltbar erscheinen. Ich sehe nicht, wie sie mit den sofortigen Anpassungsbemühungen an das römische Recht, die wir auch in den Papyri zusammen mit den Kontinuitäten sehen, im Einklang gebracht werden könnten. Das Problem, wie Sie sehen, ist, dass die Quellen extrem kontradiktorisch sind. Und wenn man denkt, dass die Situation Richtung Schönbauer geht, dann findet man ein Papyrus, wo die Reaktion der Aureli geht komplett in die andere Richtung. Wir haben bereits angesprochen, auf welch nachdrückliche Weise die Gewaltunterwerfung zum Beispiel der Kinder in den Papyri hervorgehoben wird. Und sogar im Vertragrecht, das zunächst, als ich gesehen habe, nahezu unberührt geblieben ist, ist einige Jahre nach der Constitutio Antoniniana die neue Omnipräsenz eine Klausel, die sogenannte Stipulationsklausel, zu berücksichtigen, und das werde ich auch bald darstellen. Aber das anschaulichste Beispiel für eine sofortige Anpassung an das römische Rechtssystem bleibt das Testament. Das ist meiner Meinung nach genug, um zu realisieren, dass man kann auch nicht Schönbauer folgen. Die Verwendung des Lateins, die Erwähnung der sogenannten Mancipatio Familiae, und wenn das nicht familiär klingt, das war auch die Situation für diese neue Bürger des Reiches. Das war ein fiktitischer Verkauf des Vermögens, eine Feierlichkeit, die unter römischem Zivilrecht für das Testament notwendig war und die für die neue Bürger eine mühsame, ganz unverständliche Verkomplizierung darstellen musste. Und trotzdem finden wir das unmittelbar nach der Constitutio Antoniniana in den Urkunden. Die römische Datierung zum Beispiel, die konsularische Datierung, das findet man auch in den Testamenten sofort und sonst in Ägypten fast nie vor Diokletian. All dies, wie gesagt, schon attestiert im Jahr 213 seit der Publikation von Papyrus Bagnar Nummer 5 und noch im 224. Diese hastigen Anpassungen in allen Rechtsgebieten wären nicht aufgetreten, hätte das Edikt von Caracalla eine salvatorische Klausel für die Weitergeltung des lokalen Rechts enthalten. Wenn also die Menuntos-Klausel auf Salvo Iure Gentis im Sinne von Sestons Annahme geläutet hätte. Und das Gleiche gilt auch für Schönbauers These der doppelten Bürgerschaft. Wäre das Fortbestehen des lokalen Rechts das Ergebnis dieser Konstruktion gewesen, dann wäre überhaupt keine Anpassung notwendig gewesen. Es gibt noch eine dritte Theorie. Diese, die unmöglich scheinte, hat ein polnischer oder eigentlich französischer Gelehrter polnischer Ursprungs versucht. Das ist Józef Mieleszek-Możejewski, leider gestorben vor 2 Jahren. Die Idee von Melez ist, dass die Gewohnheitsrechtslehre, die uns in den römischen Rechtsquellen ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, also einige Jahrzehnte vor der Constitutio Antoniniana begegnet, der römischen Toleranz geholfen haben könnte, indem sie es ermöglichte,
diese Institutionen und Praktiken, diese fremde Institutionen und Praktiken, als Mos Regionis, als Gewohnheitsrecht des Landes zu behandeln. Und so kann man eine minimale offizielle Anerkennung geben, als Quelle des Rechts, eben als Gewohnheitsrecht. Und diese Idee fand bei den Romanisten auch ein positives Echo. Und in den letzten Jahren wurde nochmals von mehreren Althistorikern, ich mache beispielsweise für die Fachkollegen auf Karl und Humphreys aufmerksam, vertreten und neu formuliert. Und ich auch, ich muss sagen, fand nicht nur aus der Überzeugung, wegen der Überzeugungskraft von Modrzejewski, dieser Ansatz ziemlich überzeugend, muss aber gestehen, dass in den letzten Jahren bin demgegenüber immer skeptischer geworden und dies aus zwei Gründen. Der erste hat mit der Bedeutung von dem Begriff consuetudo, also Gewohnheit, in den kaiserlichen Konstitutionen der Spätantike allgemein. Bereits in den 50er Jahren zeigte auf Jean Godemet, dass der Begriff praktisch immer auf die Verwaltungspraxis der römischen Behörden verweist und sehr selten, was für diese Konstruktion notwendig wäre, auf die Rechtspraxis der Bevölkerung. Also das ist nicht die Consuetudo, die die Römer kannten. Und der zweite Grund ist etwas komplizierter. Ich werde ein paar Beispiele brauchen, um ihn zu veranschaulichen. Es betrifft die Haltung der kaiserlichen Kanzlei des 3. Jahrhunderts, wie wir sie aus dem erhaltenen Reskripten rekonstruieren können. Hier sieht man, wenn man betrachtet, was der Kaiser und seine juristische Kanzlei, wenn konfrontiert mit diesen fremden Traditionen gemacht hat. Hier sieht man gewisse Lockerungen, wahrscheinlich nicht ganz unabhängig von dem Druck der provinziellen Praxis, aber sonst eine, man würde sagen, unerbittliche Umsetzung der römischen Lösung, selbst wenn eine solche Lösung, und das werde ich eben mit dem Beispiel illustrieren, die Auswirkungen, die die Parteien zu sichern glaubten, gefährdete und damit, würde ich sagen, wenn sie sich in diese Situation selber setzen, höchstwahrscheinlich das allgemeine Vertrauen in das Recht, was ein zentraler Wert ist. Wenn plötzlich ein Rechtsgeschäft nicht die Wirkungen hat, die wir für Generationen, für Jahrhunderte erlebt haben, sondern plötzlich unwirksam erscheint, weil der Kaiser eine andere Meinung hat. Das ist natürlich an sich sehr gefährlich für die Stabilität des Rechtssystems und für das Vertrauen der Bevölkerung in dem Recht. Und das ist, was wir trotz allem, das ist, was wir in den kaiserlichen Konstitutionen sehr oft sehen, peregrinische Institutionen und Regeln, die nicht in römischen Kategorien übersetzbar sind, wurden einfach abgelehnt. Zwei Beispiele. Der erste kennt jeder Student des römischen Rechts. Das ist ein sehr schönes Reskript von Alexander Severus, der einer Strafstipulation für den Fall einer Scheidung jegliche Wirkung verraubt. Und das auf der Basis ein wunderbares formuliertes Prinzip, libera matrimonia esse antiquitus placuit. Manchmal sagt man libera matrimonia esse debent. Also Ehe muss frei sein. Das heißt, Scheidung kann nicht unter Strafe stehen. Weil wenn Ehe frei ist, dann muss natürlich Scheidung auch ebenfalls frei sein. Das ist ein, meiner Meinung nach, bewundernswerter Text, aber auch einer, der eine lange Tradition von Strafen zum Schutz der Frau normalerweise vor ungerechtfertigtem Verstoß in griechischen Eheverträgen zerstört. Komplett. Sie haben ein paar Beispiele dort. Das zweite Beispiel ist noch beeindruckender, besonders wegen der Art und Weise, wie sich der Kanzlei ausdrückt. Das griechische Kaufrecht beruht, und das wissen wir seit mindestens den 50er Jahren, dank Fritz Pringsheim, auf dem Prinzip, dass der Käufer erst durch die Zahlung des Preises erwirbt.
Die Zahlung des Preises, und das ist für uns sicher nicht besonders befremdlich, ist das Moment des Erwerbs für den Käufer. Und dies ohne jegliche Rücksicht auf die faktische Besitzübergabe, die Römer sagen Traditio, die unter römischem Recht aber das entscheidende Moment für den Eigentumserwerb war. Hier haben wir ein klares Konflikt zwischen griechisches Kaufrecht und römisches Kaufrecht. Und nach dem griechischen Prinzip, wo eben Bezahlung des Preises genügt, faktische Übergabe ist irrelevant, gehört den Gegenstand, wenn wir ein Gedankenexperiment machen, gehört der Gegenstand immer noch mir, sollte ich den Preis noch nicht erhalten haben. Ich bin der Verkäufer, wenn ich den Preis noch nicht habe, dann ist die Sache einfach noch meine. Und jetzt kommen wir zum Beispiel auf der Quelle. Wenn sich der Kaufgegenstand auf eine Sklavin bezieht, das gilt ebenfalls für ihre in der Zwischenzeit allfällig geborenen Kinder. Natürlich das wirtschaftliche Interesse noch höher wird. Und dieser Anspruch, und damit würde ich sagen, das gesamte griechische Kaufrecht, wird von der Diokletianischen Kanzlei als incivile atque inusitatum gekennzeichnet. Und das ist hier sehr ruhig übersetzt, also es klingt wirklich viel violenter auf Latein. Es streitet wieder das Recht und die Willigkeit. Es ist eigentlich inusitatum, unerhört und praktisch unzivilisiert, was du behauptest. Und warum? Weil die Frage das Traditionsprinzip, das römische Traditionsprinzip ignoriert. Unter römischem Recht, wie der Kaiser uns belehrt dann später in dem Reskript, ist die Sklavin durch die Traditio, durch die Übergabe, zu Eigentum des Käufers geworden und ihm, dem Käufer, gehören auch die nachgeborenen Kinder. Und wenn er der Preis nicht bezahlt hat, das ist die Antwort des Kaisers, dann muss der Verkäufer einfach wegen dem Preis einklagen. Und damit komme ich auf Modrzejewskis Theorie der mos regionis, der Gewohnheitsrechts des Landes zurück. Wenn diese fremden Traditionen, besonders die griechischen Traditionen im Osten, als mos regionis, als Gewohnheitsrechts gebilligt werden sollten, dann ist das eine Lehre, die die römischen Juristen der kaiserlichen Kanzlei und der Kaiser selbst zu ignorieren scheinen, um es ein bisschen pointiert zu sagen. Die Praxis der provinziellen Rechtsprechung und Verwaltung, mindestens in Ägypten, als wir sie durch den Papyri kennen, war ja sicher entgegenkommender, aber gewiss nicht, weil alle vom Präfekten bis zum untersten Beamten eine Doktrin folgten, die vom Kaiser und seiner Kanzlei einfach ignoriert wurde. Sie waren flexibler, würde ich sagen, nur weil sie im Gegensatz zu dem Kanzleijuristen vor Ort waren und weil dies seit 2 Jahrhunderten die römische Politik in der Provinz war. Und das ist nicht so einfach zu verändern, auch nicht, wenn der Kaiser selbst einspringt. Diese sind alle Theorien, die bisher für dieses Rätsel formuliert wurden. Und alle teilen sich eine Grundannahme. Und das ist, dass ohne eine spezifische Rechtskonstruktion oder Maßnahme, eine salvatorische Klausel im Constitutio Antoniniana, die doppelte Bürgerschaft von Schönbauer oder diese Idee des Gewohnheitsrechts, die neue Situation die Bevölkerung verpflichtet hätte, in allen Rechtsbereichen die römischen Regeln, die römischen Rechtstradition zu folgen. Und diese Annahme, auch wenn ich selbst bisher als Ausgangspunkt genommen habe, erweist sich, wenn wir darüber nachdenken, als viel weniger selbstverständlich, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Betrachten wir, wie sich diejenigen in Ägypten, die die römische Bürgerschaft bereits vor der Constitutio Antoniniana innehatten, verhielten. Die Hauptlinien sind relativ eindeutig und die kennen wir schon auch. Sie hielten, die alte Römer in Ägypten, sich in Bezug auf Erbschaft, Familie und Status an das römische Recht und fühlten sich komplett frei dem peregrinischen Praxis, auch wenn sie Römer waren, in allen übrigen Rechtsbereichen zu folgen.
Hier haben wir viele Beispiele, wie in den Bereichen, wo das Personalitätsprinzip allgemein galt in der Antike, wie in diesen Bereichen diese sich an dem eigenen Recht anzuhalten, selbstverständlich war. Ein Beispiel zum Beispiel, Peregrine sind nach, und hier haben wir ein Gerichtsurkunde, sind im Erbrecht nach ihrem eigenen rechtlichen Tradition zu beurteilen. Das lesen wir fast programmatisch in diese Oxyrhynchus Papyrus aus einer Sammlung von Gerichtsentscheidungen eines römischen Richters, und zwar der höchsten römischen Richter der Provinz, des Präfekten selbst. Es ist am besten, schreibt er, dass sie, das heißt wahrscheinlich die Beamten, die oft als Richter durch Delegation des Statthalters fungierten, dass sie nach dem Recht der Ägypter entscheiden in diesen Fragen, wenn es um Ägypter geht. Und im Gegenteil, wir haben es schon gesehen, diejenigen, die die römische Bürgerschaft besitzen, hinterlassen mehr oder weniger makellose römische Testamente, obwohl, wie wir gesehen haben, die römischen Formalitäten für Menschen, die kulturell gesehen griechisch eigentlich waren, sehr schwerfällig gewesen sein müssen. Wir haben hier noch ein weiteres Beispiel, wo wir sehen, dass ein gewisser Tiberius Claudius Alexander, also der Kognomen zeigt griechische Kultur eher, sein Testament ursprünglich auf Griechisch gefasst hat und hat eine lateinische Übersetzung angeordnet. Also er war nicht in der Lage, das Testament auf Latein aufzufassen, aber er hat sich an alle Kleinigkeiten, an alle Regeln des römischen Rechts erhalten, weil er römischer Bürger war. In diesen Bereichen ist das, wie gesagt, selbstverständlich. In allen übrigen Bereichen, in der Vertragspraxis, im Pfandrecht, scheint die römische Bürgerschaft völlig irrelevant gewesen zu sein. Diejenigen in Ägypten, die sie innehatten, agierten im Allgemeinen auf selber Weise wie die Nichtbürger. Und dieses Phänomen ist an sich nicht schwer zu verstehen, und damit komme ich praktisch zum Ende des Vortrags. Es resultiert, es scheint mir, aus der Notarisierung. Wir haben schon von Notaren oft gesprochen. Rom fand in Ägypten ein dicht ausgeprägtes notarielles Netzwerk vor, welches diese Praktiken, diese fremde griechischen Praktiken, zu standardisierten Urkundenmustern entwickelt und verfeinert hatte. Und die von diesen Notaren ausgestellten Urkunden genossen dazu eine verstärkte Wirkung, den die römische Verwaltung weiter förderte. Und das bedeutet, die Einschränkungen, die davon entstehen, die Tatsache zum Beispiel, dass ohne notarielle Urkunde keine Registrierung von Eigentum möglich war, die Tatsache, dass ohne notarielle Urkunde keine Vollstreckungsverfahren möglich war, diese waren auch für die römischen Bürger zu behalten, und das bedeutet, die wurden unvermeidlich den hellenistischen Muster der Ortsnotare nicht weniger als die Peregrine verwenden, weil die brauchten eine notarielle Urkunde und die einzige notarielle Tradition des Landes war die griechische Rechtstradition. Und wenn wir uns jetzt fragen, inwieweit sich die neuen Bürger gezwungen fühlten, sich an ihren neuen Status anzupassen, dann scheint es mindestens mir naheliegend anzunehmen, dass sie dazu neigten, dazu tendierten, den alten römischen Bürger, den Provinz zu folgen. Genau dasselbe, das die alten Römer getan haben. Und das heißt, sich dem römischen Recht in Bezug auf Erbschaft, Familie und Status anzupassen und sich in allen anderen Bereichen hingegen frei zu fühlen, ihre peregrinischen Bräuche beizubehalten. Und das ist eben das Bild, praktisch, aber in mehr Details gehe ich nicht heute, das uns in den Papieren nach der Constitutio Antoniniana begegnet. Das heißt immer noch Rechtspluralismus mindestens für ein Jahrhundert. Vielen Dank.